Grüß euch Gott bei der Mini. Computer sollen den Menschen Arbeit nehmen. Wie man sich wiederum die Arbeit am Computer erleichtern kann, das zeigt eine Ausstellung noch bis zum kommenden Sonntag im Wintermessepalast. Bei der PC Expo können sich die Besucher über die neuesten Heim- und Personalcomputer informieren. Zukunftsmusik ist das längst nicht mehr, aber wer spielt hier mit Geisterhand Klavier? Der Computer gibt den Ton an, zumindest bei der Computermesse im Wiener Messepalast. Die elektronischen Gehirne können immer schneller denken, immer mehr Wissen speichern. Für orientierungslose Menschen äußerst hilfreich, ein Computerstadtplan. Am Computerbildschirm findet man jeden Ort kinderleicht, sekundenschnell. Mausgrau ist seit neuestem out. Bunte Mäuse sollen Kinder auf den Geschmack bringen. Denn man muss ja nicht unbedingt ein Computerfachmann sein, um einen Computer bedienen zu können. Anwenderfreundliche Computerprogramme sollen die Arbeit erleichtern. Allerdings, spinnt der Computer, ist das oft ein Fall für das Virenlabor. Es nimmt den Schrecken vor sogenannten Computerviren, also plötzlichen Programmstörungen, die den Computer zum Absturz bringen können. Mit Computerköpfchen löst der Virendoktor das Problem. Er weiß, wie man Computerviren aufspürt und unschädlich machen kann. Doch solche Unannehmlichkeiten kann man sich auch ersparen, indem man einfach über dem Computer steht.